Hallo Freunde, mein Name ist Stefan mit PH und willkommen zu meiner Einführung in die Philosophie und ihre Geschichte. Thema heute: Michel de Montaigne und die Popularisierung der Essayistik. Ganz kurz, ich habe dieses Video mit Popularisierung statt Gründung der Essayistik untertitelt, da Michel de Montaigne oft als Begründer oder sogar Erfinder der essayistischen Form bezeichnet wird. Und wie so oft, wenn es darum geht, dass ein einzelner Mensch irgendwas erfunden hat, handelt es sich um eine Vereinfachung. Der Essay in der Form, wie Michel de Montaigne ihn entwickelt hat, hat natürlich viele Vorläufer und ähnliche Formen in der Geschichte. In seiner Geschichte des Essays schreibt Christian Scherf den sehr treffenden Satz: Die Frage nach dem Anfang ist historisch nicht zu beantworten. Anfänge werden gesetzt, nicht gefunden. Die Idee eines genialen Geistes, der ein neues Genre begründet, ist eigentlich immer eine Verklärung geschichtlicher Entwicklung. Jetzt bin ich ein wenig abgeschweift. Vermutlich sollte ich mal ein separates Video dazu machen. Also, Michel de Montaigne wurde 1533 auf, Überraschung, Schloss Montaigne geboren und ist eben dort 1592 verstorben. Er verfolgte, bevor er die Essays schrieb, das Werk, für das er in erster Linie heute bekannt ist und über das ich hier vor allem sprechen will, eine relativ erfolgreiche Karriere als Jurist und Politiker. Er erhielt bereits 1554 mit 21 Jahren einen Posten als Gerichtsrat, begleitete seinen gerade zum Bürgermeister gewählten Vater zu Verhandlungen mit dem König nach Paris und nahm dort um 1560 herum an diversen weiteren politischen Prozessen teil. 1571, mit 38 Jahren, legte Montaigne sein Richteramt nieder und zog sich auf sein Schloss zurück, wie wir das alle gerne hin und wieder mal tun, und konnte sich durch diese ziemlich komfortable Situation und eine Privatbibliothek von etwa 1000 Bänden vollständig seinen literarischen Studien widmen. In dieser Situation begann seine Arbeit an den Essays, an denen Montaigne bis zu seinem Tod 1592 weiterarbeitete. Ein 20 Jahre im Entstehen begriffenes Werk, in dem sich der Autor mit den unterschiedlichsten Themen von der Medizin und Heilkunde über die Hexenprozesse bis zu den grundlegendsten Fragen der menschlichen Erkenntnis auseinandersetzt. Interessanter aber noch als der Inhalt des Werkes ist hier erstmal die Form. Wie gesagt, gilt Montaigne heute als einer der Gründer des Essays. Der Begriff Essay kommt vom französischen essayer, versuchen, und bereits in diesem Namen ist die grundsätzliche Idee dieser Form gut beschrieben. An einigen Stellen des Werkes lässt sich Montaigne selbst über die Unordnung der Inhalte des Buches aus, nennt das ganze Unternehmen töricht und ungereimt. Allerdings ist es natürlich genau diese Unordnung, das Ungereimte, welches einen Teil der einzigartigen literarischen Form des Essays ausmacht. Denn ein Versuch impliziert immer auch die Möglichkeit zu scheitern. Damit ihr zumindest eine grobe Vorstellung vom Inhalt des Werks bekommt, hier zwei Beispiele recht verschiedener Schriften in den Essays. Einer der bekanntesten Texte nennt sich Von der Freundschaft. Montaigne trauert hier um einen verstorbenen Freund und reflektiert gleichzeitig darüber, was es bedeutet, ein Freund zu sein, eine Freundschaft zu pflegen. Daran sehen wir auch schon die literarische, unreglementierte Mischform, die der Essay darstellt. In diesem Fall irgendwo zwischen Tagebuch und sozialpsychologischer Analyse. Wenn ich dieses ganze Leben, sage ich, mit den 4 Jahren vergleiche, in denen es mir gegeben ward, die innige Vertrautheit und Gesellschaft dieses Mannes zu genießen, so ist nichts als dunkle und freudlose Nacht. Wir haben diese Freundschaft so restlos und innig zwischen uns gehalten, dass sich kaum in der Überlieferung ähnliche finden und unter den heutigen Menschen sicherlich keine Spur davon anzutreffen ist. Es muss so viel zusammentreffen, um dergleichen zu erreichen, dass es viel ist, wenn das Schicksal es einmal in 3 Jahrhunderten zustande bringt. In dem eher analytischen Teil des Essays beschreibt Montaigne etwa die Pflege einer Freundschaft als wertvoller als die Pflege einer Ehe, da die Freundschaft in jedem Moment auf Freiwilligkeit beruht, während die Ehe einem Vertrag unterliegt. Die Ehe ist ein Vertrag, nur der erste Anfang ist frei. Der Fortbestand wird durch Zwang und Gewalt durchgesetzt, hängt also nicht von unserem Willen ab, und Zweck des Vertrages ist gewöhnlich nicht die Erfüllung der Liebe. Außerdem bringt die Ehe viele unerwartete Probleme mit sich, die es zu lösen gilt und die oft schon genügen, eine lebendige Zuneigung zu trüben oder in die Brüche gehen zu lassen. Bei der Freundschaft ist das anders, bei ihr spielen wesensfremde Gesichtspunkte keine Rolle. Viel weniger persönlich und eher gesellschaftsanalytisch ist etwa der Essay Von der Unbeständigkeit unserer Handlung, in dem Montaigne der Frage nachgeht, inwiefern wir anhand der Handlungen eines Menschen seinen Charakter festlegen und diesen wiederum mit anderen Menschen vergleichen und einordnen können.
In Betrachtung der natürlichen Unbeständigkeit unserer Sitten und unserer Meinungen hat mich oft gedünkt, selbst die guten Schriftsteller hätten Unrecht getan, wenn sie mit Gewalt eine sichere und gründliche Abbildung von uns machen wollen. Sie wählen eine allgemeine Gestalt. Nach dieser Vorstellung ordnen und erklären sie alle Handlungen eines Menschen. Dabei äußert er die Überzeugung, der Mensch sei vor allem eins: unbeständig. Gemeinhinlich gehen wir unseren Neigungen nach. Links, rechts, bergauf, bergab, je nachdem uns der Wind der Gelegenheiten führt. Wir denken nicht eher an das, was wir wollen, als in dem Augenblicke, da wir es wollen, und verändern uns wie jenes Tier, das die Farbe des Ortes annimmt, an welchen man es bringt. Wir ändern den einmal gefassten Vorsatz gar bald und kehren bald wieder um. Es ist nichts als Wanken und Unbestand. Montaigne schreibt zu den Essays, die ist übrigens frei verfügbar im Gutenberg-Archiv und für den E-Reader aufbereitet auf onemorelibrary.com gibt, Link in der Videobeschreibung, und dem Einfluss, den sie auf ihn haben. Mein Buch hat mich ebenso sehr gestaltet, wie ich mein Buch gestaltet habe. Sein Inhalt ist identisch mit seinem Verfasser. Es handelt von ihm selber. Es ist ein Glied meines Lebens. Was Montaigne in dem Werk also tut, was sein Anliegen ist, nennt Professor Jörg Zirfers von der Universität Köln ästhetische Bildung. Sich selbst mit Hilfe von Wissenschaft und Literatur erkennen und in direktem Zusammenhang mit diesen Erkenntnissen sein Leben strukturieren und formen. Ästhetische Bildung meint hier Selbstkultivierung mit Hilfe des Denkens, Schreibens, Reisens, Lebens und Sterbens. All diese Punkte lebt und durchlebt Montaigne sozusagen in seinen Essays, als einen riesigen literarischen Versuch, die eigene Existenz im Rahmen neuer Erfahrungen immer wieder neu zu bewerten und zu entwerfen. Wir sind dazu eingeladen, ihn auf diesem Weg zu begleiten. An dieser Stelle noch vielen Dank an meinen Unterstützer auf Steady. Wenn auch ihr dem Kanal helfen wollt, findet ihr einen Link am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Beenden wollen wir das Video mit einer Frage, denn wenn wir uns etwas in unserem Turmzimmer, in unserem Schloss stellen, dann ist es wohl die Frage. Mich würde ehrlich gesagt dieses Mal einfach interessieren, ob ihr mal Tagebuch oder ähnliches geschrieben habt und ob ihr euch in der Textform diesen Vermischen von Persönlichem und Allgemeinem, die ich hier beschrieben habe, wiederfindet. Hinterlasst mir eure Antworten in den Kommentaren und wir sehen uns das nächste Mal wieder.